Schönen guten Tag. Herzlich willkommen auf Bühne 7 zu dieser wunderbaren Uhrzeit. Und ich fange einfach direkt an. Mein Name ist Daniel Budimann, Vater von 3 Kindern. Und ich werde gleich sehr, sehr gut zuhören. Denn wir denken an die Kinder. Viele denken vielleicht nicht an die Kinder, aber wir tun das jetzt gleich eine ganze Stunde lang. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Denn wir alle kriegen das mit, nicht zuletzt auf dieser Veranstaltung, bei den Kollegen drüben bei der Republika. Meine Güte, was ist in der Welt da draußen los? Alles ist extrem schnell geworden, alles ist laut geworden, alles ist extremst komplex geworden. Und das Wort Medienkompetenz wird oft in der Politik benutzt. Das müssen wir uns plötzlich selber fragen, sind wir denn eigentlich selber noch medienkompetent? Und das Thema, worum es hier jetzt gleich geht, lautet die härteste Zielgruppe der Welt, Kinder zwischen Markt und Schutzräumen. Kleine Anekdote, mein Sohn hat 4 CDs in meine PlayStation reingesteckt. Fand ich nicht so geil, aber er hat sie nicht angekriegt zum Glück. Es ist wirklich schwierig und ich bin sehr gespannt, wie dieses Thema hier antizipiert wird. Natürlich, und das wird Ihnen gleich die Moderatorin dieser Session auch nochmal mitteilen, Fragen sind natürlich gegen Ende der Session sehr, sehr gerne erlaubt. Also freuen Sie sich gemeinsam jetzt auf 4 Speaker, die auf die Bühne kommen. Aber erstmal möchte ich Frau Vera Linz vorstellen. Vera Linz, Moderatorin, Medienjournalistin. Hallo Frau Linz, einen riesengroßen Applaus schon mal. Guten Tag. Hallo. Spannendes Thema. Ich übergebe einfach. Sie rocken das. Dankeschön. Herzlich willkommen auch von mir. Wir reden über die härteste Zielgruppe der Welt und diese ist ganz selbstverständlich im Netz zu Hause. Ab 12 Jahre sind nahezu 100% alle Kids mit einem Smartphone unterwegs. Also ganz selbstverständlich im Internet und in den Apps. Und wir wollen jetzt darüber reden, was passiert da überhaupt auf diesem Markt, welche Angebote gibt es und wie rasend schnell verändern die sich und warum eigentlich. Und dann wollen wir darüber reden, ob es Schutzräume braucht und wenn ja, dann welche und wie kann man die herstellen. So, und jetzt begrüße ich meine Gäste auf dem Podium. Kommen Sie hoch, ich stelle Sie vor. Das ist... Genau, nehmen Sie Platz. Ich fange an mit Katharina Knuth hier neben mir. Sie ist Co-Founderin von Wunderstudios, einem Berliner YouTube-Netzwerk und inzwischen eine Agentur spezialisiert auf Familie und Kinder. Daneben Ina Pöting, Journalistin, unter anderem für das Verbraucherschutzportal mobilsicher.de. Dort schreibt sie über Sicherheit und Privatsphäre bei Smartphones und Tablets. Dann Martin Drexler, Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia, Diensteanbieter, heißt es vollständig, und Dr. Wolfgang Kreisig, Präsident der Landesanstalt für Medien in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen an Sie alle. Inga Pöting, ich möchte gern mit Ihnen beginnen. Unheimliche Parallelwelt im Kinderzimmer, so war Ihr Artikel überschrieben, der vor knapp 3 Wochen für Gesprächsstoff gesorgt hat. Es ging um die App Musical.ly und darum, ob die App ein System sexueller Nötigung befördert. Was haben Sie da rausgefunden? Was haben Sie da recherchiert? Ja, die Sache ist sogar noch aktueller. Also die ist Samstag vor einer Woche online gegangen. Das heißt, in der vergangenen Woche, letzte Woche war ganz, ganz viel los rundherum um diesen Text. Und ich war selber total überrascht und sehr glücklich, dass es so viele Leute interessiert hat. Denn was ich eigentlich gemacht habe, ist, ich habe mir die App mal sehr, sehr genau angeguckt, mehrere Stunden recherchiert und mich auf die Spuren eines Netzwerks innerhalb dieser App begeben, wo sehr kleine Mädchen, sehr knapp gekleidet tanzen und es eine bestimmte Gruppe von Zuschauern gibt, die das anfeuern und dazu animieren, das immer weiterzumachen und auch vielleicht auch immer extremer. Und man muss dazu sagen, also ich habe festgestellt, nicht jeder kennt Musical.ly, eben weil es eine App für Kinder ist. Also vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was da passiert eigentlich bei dieser App. Genau, also es ist eine Playback-App, also 15-sekündige Videos kann man da online stellen, die man von sich selber macht. Also man nimmt die von sich selbst auf, wenn man zu irgendwelchen Pop-Songs singt und tanzt. Und die App ist eben sehr, sehr leicht zu bedienen und deswegen möglicherweise auch so beliebt bei den ganz Kleinen. Und natürlich ist nicht jedes Video da anzüglich oder schlimm, aber sehr, 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 sehr viele, viel mehr als ich gedacht hätte. Und ja, deswegen hat es jetzt dann auch letzte Woche solche Wellen geschlagen. Viele Medien haben das aufgegriffen und viele haben auch wirklich das noch weiter gedreht. Und ja, die App hat reagiert, aber noch nicht viel unternommen.
Vielleicht können Sie noch mal genauer sagen, 9- bis 10-Jährige haben sich da freizügig gezeigt. Das ist ja immer was anderes, wenn man es vor dem eigenen Spiegel im Wohnzimmer macht oder in so einer App aufnimmt und dann ist es online überall verfügbar. Was ist dann passiert? Die wurden dann angesprochen von Menschen, die es besser hätten nicht tun sollen? Ja, also es gibt Nutzer, die haben solche Namen wie Bellydancer-Fan oder MH Berlin Dauergeil 89 und das ist jetzt nicht erfunden. Und die haben Profile sich angelegt, wo sie auch extra Videos sammeln, also sich wirklich von kleinen Mädchen Videos zum Teil zur Verfügung stellen lassen, um die auf ihren Profilen wieder hochzuladen. Und die tun so, als wären sie irgendwelche Talentsucher und sagen, wir machen dich berühmt. Und jetzt muss man ja dazu wissen, diese Playback-App ist eben auch, hat zwei Mädchen aus Deutschland, Lisa und Lena, Zwillinge aus Süddeutschland, über Nacht berühmt gemacht. Und diesen Anreiz hat das eben. Und deswegen springen da viele Kinder irgendwie auf den Zug auf und kriegen halt mit, wenn ich viel Haut zeige, wenn ich mich in bestimmten Perspektiven filme, dann kriege ich viele Likes und werde dafür total viel gelobt und so weiter. Und ja, das, ich würde wirklich sagen, es ist so eine Art kleines Missbrauchsnetzwerk innerhalb dieser App. Genau, die Gefahr ist groß, dass da Missbrauch passieren kann oder angebahnt wird zumindest. Gab es Reaktionen vielleicht auch von Strafverfolgungsbehörden auf Ihren Artikel? Nee, bisher überhaupt noch nicht. Es ist allerdings auch bei einer internationalen App eben immer sehr schwierig. Also das ist eine App, die ist in China erfunden worden und ist auch noch in der Hand von einem chinesischen Unternehmen. Jetzt sind das Kinder und auch Zuschauer aus der ganzen Welt, die sich da irgendwie umtun. Und also es gibt in dem Sinne keine klar benennbare deutsche Problematik, sondern eher eine internationale. Und insofern, nee, also da habe ich jetzt nichts gesehen oder gehört. Und kann man da auch einen Kinderschutz einstellen oder kann man das irgendwie von den Einstellungen her verhindern? Man kann da Privatsphäre-Einstellungen vornehmen, die man aber aktiv wirklich vornehmen muss. Also wenn man das Ding anschaltet und in Betrieb nimmt, dann muss man sich erstens überhaupt nicht mit einer funktionierenden E-Mail-Adresse anmelden. Also man kann da irgendwas in die Tasten hauen und dann hat man ein Profil. Und das Profil ist eben auf öffentlich eingestellt und das müsste man manuell ändern. Wenn man das tun würde, wäre man natürlich sicherer vor solchen Kommentaren und Anfragen. Wir wollen diesen Schutzaspekt später noch vertiefen. Erstmal einen Blick auf den Markt schauen. Ich war nämlich ganz überrascht, wir hatten das bei uns im Sender, ich komme vom Deutschlandradio, vorgestellt, Musical.ly, die App, und ich dachte, die ist wahrscheinlich längst schon wieder vom Markt verschwunden, weil das ja alles eine sehr große, sehr geringe Halbwertszeit hat, aber sie ist noch da. Aber es passiert wahnsinnig viel auf diesem Markt, und Katharina Knuth, Sie sind Agentin für junge YouTuber, liefern denen professionelle Unterstützung. Was machen Sie da genau? Wir sind eine Agentur im Bereich YouTube, die sich auf Familien und Kinder spezialisiert hat. Das bedeutet, wir beraten Familien, die gemeinsam mit ihren Kindern YouTube betreiben. Wir übernehmen auch die Postproduktion der Videos, damit eben zum Beispiel genau solche Sachen nicht passieren. Und außerdem sind wir natürlich immer Kontaktpersonen für Brands, die in irgendeiner Form mit den Familien und den Kids werben wollen. Das heißt, da kommen Kinder oder Eltern zu Ihnen und sagen, ich möchte jetzt, dass mein Kind einen YouTube-Channel aufmacht? Also die Eltern kommen nicht zu uns und sagen, ich möchte, dass mein Kind YouTube macht, sondern also von den YouTubern, mit denen wir arbeiten, kann ich sagen, dass es meistens die Kids sind, die auf die Eltern zukommen und sagen, Mama, guck mal, ich sehe das immer auf YouTube, ich möchte das auch machen, das ist so cool. Und das sind meistens dann die Eltern, die so ein bisschen hilfesuchend, okay, wie kann man das denn überhaupt angehen, wie können wir das denn machen, wie kann man das sicher vor allen Dingen mit seinen Kindern gemeinsam machen, sie dabei unterstützen und nicht bremsen. Und dann kommen sie nach Recherche meistens zu uns und sehen, dass wir da professionelle Hilfe anbieten und eben genau zeigen, okay, wie funktioniert das, wie kann man denn YouTube betreiben, auf was muss man achten. Wir haben einen Verhaltenskodex geschrieben, den Weißen Panda, der sehr stark an die FAQs der Landesmedienanstalten angelegt ist und den Leuten wirklich, sage ich mal, in normalen Worten erklärt, so hey, du darfst dein Kind zum Beispiel nie in knapper Kleidung oder Badekleidung zeigen, solche Sachen gehen nicht etc. Was für Inhalte werden denn da produziert? Also womit wollen sich die Kinder zeigen? Super unterschiedlich. Das kommt auf die Kinder und vor allen Dingen auch auf die Familien an. Also oft sind es gemeinsame Hobbys, die sie irgendwie miteinander verbindet. Ich würde sagen, die Top 3 Themen bei der jungen Zielgruppe sind Musik natürlich, Gaming und vor allen Dingen aber auch lustige Inhalte. Das heißt Challenges, Pranks, die gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden veranstaltet werden. Das heißt, Sie beide bekommen auf jeden Fall von diesen Angeboten viel mit,
von Berufswegen. Wie ist es bei Ihnen beiden eigentlich? Kriegen Sie mit, was auf diesem Kindermarkt da passiert und wie schnell denn eine Bewegung ist, Martin Drechsler? Ja, na klar. Also als FSM ist unsere Aufgabe hauptsächlich darauf zu achten, dass unsere Mitgliedsunternehmen sich an den Jugendschutz halten. Aber wir versuchen eben auch gemeinsam mit den Unternehmen dafür zu sorgen, dass Angebote und Inhalte möglichst familienfreundlich sind oder wenn sie sich eben an jüngere Nutzer richten, von ihnen eben auch sicher und möglichst gefahrfrei genutzt werden können. Und dadurch, dass wir viel mit Industrieunternehmen zusammenarbeiten, sind wir schon auch, was die Trends angeht, ziemlich weit vorne mit dabei. Mittlerweile funktioniert das ganz gut, dass gerade die großen Unternehmen schon, bevor sie Sachen neu an den Markt bringen, mit uns reden. Und wir gucken, wo kann das Thema Jugendschutz Probleme auslösen möglicherweise oder wo sollte man das einfach schon mitbedenken, bevor die App oder das Produkt fertig ist. Früher war es so, man hat halt irgendwas zu Ende entwickelt, hat das veröffentlicht und es war total super und am nächsten Tag fiel auf, wir haben da was vergessen, wenn da Kinder und Jugendliche und so, vielleicht ein Problem. Das war dann im Nachhinein immer sehr teuer und sehr aufwendig und heute wird sowas zumindest jedenfalls von den größeren Anbietern schon im Entwicklungsprozess mit bedacht. Und das ist natürlich schon ein Erfolg und das zeigt auch, dass es wichtig ist, immer wieder auf solche Themen aufmerksam zu machen, weil es halt auch immer wieder neue Dienste sind. Jetzt ist es eben Musical.ly, was gerade im Fokus des Interesses steht, aber dass beispielsweise Kinder und Jugendliche Fotos von sich, Videos von sich, Live-Videos von sich ins Netz stellen, ist jetzt nicht so neu. Das gibt es auf wahnsinnig vielen verschiedenen Plattformen immer mal wieder. Und das ist wichtig, dass man da am Ball bleibt und das Bewusstsein immer wieder neu schafft. Können Sie mal ein Beispiel nennen, wo man zu Ihnen gekommen ist, um dann eine richtige Einstufung vornehmen zu können? Ein Beispiel für eine App? Ja, also beispielsweise, das Standardbeispiel ist der Bereich Video on Demand. Das geht vielleicht so ein bisschen weg von unserem Thema heute, aber wenn es darum geht, dass Dienste, die eben am großen Fernseher laufen, im Wohnzimmer, möglichst familienfreundlich sind, das heißt, dass die Eltern ihr Programm sehen können, ihre Filme sehen können, aber die Kinder selbstverständlich auch ihre Sachen finden und dass das möglichst nicht miteinander kollidiert. Dass sowas so funktioniert, dass das die Eltern nicht unnötig nervt, und gleichzeitig auch die Kinder nicht zu sehr anspornt, jetzt vielleicht die Schutzvorgaben, die es gibt, doch zu umgehen. Das sind Sachen, wo wir in der letzten Zeit sehr viel gearbeitet haben. Herr Kreis, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie kleine Kinder vielleicht oder wie bekommen Sie von diesen Inhalten mit? Weil das sind ja auch so ein bisschen Parallelwelten, habe ich manchmal das Gefühl, was die Kids da machen und was für uns Ältere dann sozusagen, was wir machen. Ja, sowohl als auch. Also ich habe tatsächlich dienstlich viel damit zu tun, aber auch, weil ich selber Kinder habe, im Alter zwischen 5 und 15 Jahren, also auch eine dieser Zielgruppen. Aber ich bin ja in erster Linie auch in der Funktion als Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz hier. Und das ist ja eine gemeinschaftliche Kommission aller Landesmedienanstalten, die sich natürlich vornehmlich um das Thema Jugendmedienschutz kümmert. Und da beobachten wir die Entwicklung natürlich schon sehr genau. Und da kann ich beispielhaft erzählen, dass Frau Knuth zu uns gekommen ist, um sich zu informieren. Insoweit muss ich sagen, vorbildlich, insoweit, dass sie tatsächlich den Weg zu uns gesucht hat und gefragt hat, wie müssen wir mit den Regularien umgehen im Internet. Aber ich muss auch zugeben, und Frau Knuth, Sie können sich erinnern, erstmal sitzt man da und da wird dann vorgetragen, ja, wir kümmern uns um Familien mit Kindern, die sich jetzt richtig vermarkten wollen und sie wollen wissen, wie sie das tun. Und da an der Stelle zeigt sich schon, wie differenziert eigentlich die Fragestellung ist, denn der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, das ist unsere Basis, zunächst erstmal nur den Zuschauer schützt vor unangemessenen Inhalten. Ja. Aber wenn man die Frage stellt, ja, was machen die denn eigentlich da, dann denken wir im ersten Reflex an diejenigen, die es tun, an die Eltern und die Kinder. Und man fragt mal, wie kann das sein, dass Eltern ihre Kinder quasi in ein Massenmedium zwingen und dann noch das vermarkten wollen. Das ist erstmal, da muss man erstmal schlucken. Ist aber eigentlich gar nicht unsere Schutzrichtung. Also das zeigt, man kann dieses Thema nicht einseitig diskutieren, sondern man muss es von verschiedenen Richtungen aus beleuchten. Und auch beim Musical ist es ja so, dass eher der Nutzer, also der Producer ist. Aber die Übergänge vom User zum Producer, haben wir auch gerade gehört, sind ja geradezu fließend. Das heißt, wenn ich heute für Musical jemanden habe, der sich da produziert, aber gleichzeitig Kinder habe, die davor sitzen und sagen, das will ich jetzt auch tun, da habe ich die fließende Bewegung sozusagen von dem, der es tut, an das Kind oder Jugendlichen, der es dann auch tun will. Und
da, glaube ich, entsteht schon eine Wunschwirkung. Sie haben es ja selber gerade beschrieben, Frau Knuth, dass die Kinder eigentlich ihre Eltern auffordern zu sagen, ich will da auch raus. Und das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Abgesehen von Werbefragen, die wir jetzt beleuchten wollen, dass es keine Kaufappelle darf und sowas. Aber dass man als Kind sozusagen Teil eines Massenmediums ist, dass man als Kind gar nicht, sag ich mal, einschätzen kann, das ist schon eine ganz andere Dimension. Ja, vor allem auch, wo die Eltern ganz oft nicht mitkriegen, was machen die Kinder da? Die Eltern haben keine Lust, sich damit zu beschäftigen, hat man manchmal den Eindruck, und kriegen einfach vieles gar nicht mit. Also ich glaube, in dieser ganzen, die Richtung, die diese Diskussion nimmt, ist, wie ist das bei den Eltern und den Kindern und den Familien? Aber ich glaube, ein ganz riesiges Problem ist, dass Kinder oft sehr auf Zack sind, wissen, wie sie auch Sachen vor Eltern verstecken und da in Bereiche vordringen von irgendwelchen Apps, die einfach wahnsinnig gefährlich sind. Und das ist das, wo ich mir gerade den Kopf zerbreche, weil wenn man nicht im Gespräch ist mit den Leuten und das passiert hinter der verschlossenen Kinderzimmertür, dann haben wir ein Problem. Da will ich gleich nachfragen, nur noch kurz, weil bei Ihnen wissen ja die Eltern, was die Kinder tun, weil die tun es ja zusammen. Und weil Sie gerade sagten, in den Markt zwingen oder in die Vermarktung zwingen, habe ich mich spontan auch gefragt, warum, weil Sie sind ja auch eine Schnittstelle, ne, zu Influencer-Marketing, warum muss man denn so junge Menschen da schon in diesen Markt zwingen mal? Also in den Markt gezwungen wird da niemand. Ja, ich kann mich auch noch sehr gut an das Gespräch damals erinnern. Das war für uns auch total spannend, weil wir uns eben überlegt haben, erst natürlich von der anderen Seite, ja, wie kann man das denn vermarkten? Wie läuft das denn auch? Vor allen Dingen, an welche Dinge muss man sich halten, um Kinder, die ja eine besonders schützenswerte Gruppe sind, aber als Zuschauer in dem Moment war natürlich unser erster Gedanke zu schützen. Und haben dann den Weißen Panda geschrieben und gesagt, okay, keine Dauerwerbesendung, keine Produktplatzierung etc. Das ist so ein Label, ne? So ein Jugend... Genau. Also wir haben das ist ein Verhaltenskodex, nennen wir das gerne, dem sich alle unsere YouTuber verschrieben haben, dass sie sich daran halten, wenn sie Kooperationen machen, wenn sie Werbekooperationen machen, aber eben auch, wenn sie selber Inhalte produzieren. Wir haben nämlich direkt im Anschluss an dieses Gespräch haben wir alles aufgenommen, was uns da gesagt wurde, was auch für uns teilweise einfach neu war. Das ist ein Lernprozess, das ist ein Markt, der sich total schnell verändert, und haben eben genau diese Dinge wie Kinder dürfen nicht in Badekleidung gezeigt werden. Ihr dürft maximal 20 Stunden im Monat mit den Kindern überhaupt vor der Kamera stehen, in diesen Verhaltenskodex mit aufgenommen, und wir kontrollieren das auch. Dadurch, dass wir die Postproduktion für unsere YouTuber übernehmen, wollen wir nämlich auch genau diesen Dingen entgegenwirken, dass da in irgendeiner Form etwas gezwungen wird oder dass Dinge passieren, die die Eltern nicht mitbekommen. Diese ganzen Dinge probieren wir auszuhebeln mit dem, was wir tun. Aber Sie vermitteln ja auch zur Werbeindustrie. Ja. Und da habe ich mich dann gefragt, okay, kann man nicht die Kids einfach mal nur machen lassen? Muss man sie gleich sozusagen noch einen Schritt weiter zur Werbeindustrie vermitteln? Man muss das überhaupt nicht tun, aber sobald eine gewisse Reichweite einfach da ist, dann wird man interessant für Marken, die sagen, hey, wir haben ein tolles Spielzeug, das super gut zu euch passt. Möchtet ihr das nicht vielleicht vorstellen? Und das Wichtigste ist immer, dass das authentisch ist, dass die Kinder keine Anweisungen bekommen, sondern dass wirklich, wenn es ein Produkt gibt, das der Familie gefällt, das sie gerne vorstellen möchten, warum sollten sie es nicht tun? Und wichtig ist, dass das, was passiert, in einem guten Rahmen stattfindet. Das heißt, dass nicht Kinder instrumentalisiert werden, sondern dass wirklich eine Werbebotschaft zum Beispiel nur von den Eltern vorgetragen wird. Vielleicht bin ich da zu moralisch oder so oder zu unrealistisch. Aber das, was Sie jetzt ansprachen, Frau Pöting, ist ja der andere Aspekt, was tun Kinder und die Eltern kriegen es nicht mit. Was ist denn da im Moment auf dem Markt? Also wie schnell entwickelt der sich und was sind jetzt so die, was ist so der letzte heiße Scheiß, wie man so schön sagt? Ja, also Musical.ly ist was nach wie vor an Nutzerzahlen immer noch dazu gewinnt, also ganz und gar nicht verschwindet, sondern eher größer wird, wirklich auch für die Kleinsten vor allem interessant ist, also wirklich auch für Kinder unter 13 ganz viel, obwohl sie natürlich eigentlich erst ab 13 laut Nutzungsbedingungen da überhaupt mitmachen dürfen, aber Altersbeschränkungen sind auch so eine Frage, die kann man oft umgehen. Und genauso ist es bei Snapchat, was auch schon ein paar Jahre alt ist, aber auch sich sehr, sehr großer und konstanter Beliebtheit erfreut. Also auch, wo es ja auch darum geht, sich selbst darzustellen, Bilder und Videos von sich auszutauschen und was von der Struktur auch eine gewisse Vergleichbarkeit mit Musical.ly hat. Und ja, genauso ist Instagram nach wie vor riesig groß und auch bei den etwas Älteren ja nach wie vor, wobei ich auch höre, dass es sich total verändert hätte von so einer authentischen App, wo man schöne, lustige Sachen macht,
was man auch wahrnimmt, bis inzwischen eher in die Richtung, dass alles perfekt dargestellt werden muss und es ist so eine komische Plastikwelt irgendwie entstanden ist. Genau, also die drei sind auf jeden Fall bei der jungen Altersgruppe total konstant. Dann gibt es natürlich diese ganzen Spiele-Apps, die sich unterschiedlichen Hochzeiten dann irgendwie erfreuen. Das ganz neue Ding habe ich letzte Woche besprochen mit ein paar Mädels, ist Subway Surfer, wo man irgendwie wo man irgendwie auf Bahngleisen fährt und über verschiedene Bahnen drüber springt und so weiter. Können wir ganz oft nicht so nachvollziehen, aber ich glaube, das ist das wirklich große Problem, was wir auch immer haben, denn Kinder nutzen Apps und Spiele oder soziale Medien in einem Alter, als wir so alt waren, auch als ich so alt war, da gab es das Internet nicht in der Form und man kann sich das echt schwer vorstellen und ich glaube, wir reden immer über die Kinder, wir reden wahrscheinlich immer zu wenig mit den Kindern, wie nehmt ihr das wahr, wie ist das für euch? Und ich habe wirklich den Eindruck, man müsste irgendwie ganz, ganz viel mehr auch mit den Kindern zusammen auch mal Regularien finden und vielleicht auch neue Regeln, die irgendwie sich durchsetzen allgemein. Das Panel heißt ja die härteste Zielgruppe der Welt. Martin Drexler, ist es die härteste Zielgruppe der Welt? Und wenn ja, warum? Ich glaube, Kinder sind sehr anspruchsvoll, weil wenn man Pech hat, ist die Aufmerksamkeitsspanne sehr gering. Und ein langweiliges Spiel oder ein langweiliger Dienst oder eine schlecht gemachte App verliert Nutzer total schnell. Während der Erwachsene vielleicht doch noch versucht, wie er das irgendwie hinkriegt und so, legt das Kind das weg oder nimmt was anderes. Ich glaube aber, dass viele Herausforderungen, die wir sehen, jetzt auch mit den eben aufgezählten Apps, da ist so wahnsinnig viel Neues eigentlich nicht dabei, wenn wir mal die Frage der Medienerziehung uns dabei angucken. Also die Rolle der Eltern haben wir ja schon angesprochen. Da hat sich eigentlich von den Ansprüchen, die wir an die Eltern haben müssen, so wahnsinnig viel nicht verändert. Klar gibt es immer neue Apps und neue Trends und so, aber das Thema Privatheit oder Privatsphäre, Kontakt mit Fremden, lange Nutzungsdauer, problematische Inhalte, das ist nicht so neu und das haben wir dann in neuem Kleid sozusagen immer wieder. Und hier sehen wir tatsächlich, dass die Eltern schon auch gefragt sind, da am Ball zu bleiben. Vielleicht nicht individuell mit jeder neuen App, die auf dem Markt ist oder im Trend ist, aber ja doch schon im Gespräch bleiben mit den Kindern. Ne? Wir haben vor kurzem mit unserem Jugendmedienschutzindex eine umfassende Untersuchung vorgelegt, wo es darum ging, wie denn das ganze Thema Jugendschutz, Jugendmedienschutz überhaupt ankommt zu Hause. Wir haben Eltern und Kinder befragt. Und da sagen uns die Eltern ganz klar, ja, wir wissen, dass wir an der Verantwortung sind. Wir wissen, dass wir die Hauptzuständigen sind für die Medienerziehung und auch zu gucken, dass das zu Hause alles richtig läuft. Aber wir wissen zu wenig. Und sagen Sie selbstkritisch, wir müssen da mehr machen, wir Eltern, wir brauchen aber mehr Informationen. Und da muss man tatsächlich ansetzen, dass man es schafft, nicht nur die Grundlagen immer wieder zu wiederholen, sondern eben tatsächlich dann auch auf aktuelle Trends einzugehen. Also beides ist tatsächlich wichtig, wenn man da dran bleibt. Und insofern ist es schon so, die jugendliche Zielgruppe, die ist deshalb so hart, weil je älter man ist, desto eher hat man vielleicht das Gefühl, man müsse hinterherhecheln. Und sich dem Tempo anzupassen, das wird wahrscheinlich nicht gelingen, muss es vielleicht auch nicht, wenn man es clever angeht. Und die Erfahrung der Älteren ist dann manchmal vielleicht mehr wert als die Geschwindigkeit der Jungen. Das ist nämlich die Frage, Herr Kreis, Sie haben ja auch Kinder, wahrscheinlich, Sie vielleicht noch nicht, aber hat man überhaupt Lust dazu, sich das anzutun und diese Apps mit den Kindern zu spielen? Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Also ich weiß auch nicht, ob das immer so repräsentativ ist, die Umfragen, weil ich denke mal, also wenn ich das selber sagen darf, es ist tatsächlich die härteste Zielgruppe. Warum? Weil sie sehr sprunghaft ist. Also wir sehen ja auch, wir beforschen das ja auch ein wenig und wir sehen, wie schnell eine App nach oben schießen kann und eine andere geht nach unten. Ja, Facebook ist bei jungen Menschen eigentlich weg. Instagram ist sehr hochgeschossen in letzter Zeit. YouTube ist sowieso überall mit dabei. Also es verändert und innerhalb der Angebote verändert sich viel in den Apps, auch in der Ausgestaltung der Apps. Also es ist ein so schneller Wandel, also das als Eltern jetzt mitzukriegen, das halte ich für nahezu ausgeschlossen, zumal man ja schon damit kämpft zu sagen, guck mal weniger oder mach mal weniger. Also ich glaube, also für mich persönlich ist das eher das Momentum als an noch verfolgen, was sind da alles für Inhalte. Insofern ist das schon sehr vielschichtig und ich würde behaupten, es ist fast schon zu viel gedacht, dass man sagt, die Elternverantwortung ist natürlich da.
Aber ich glaube, ich würde daran appellieren, dass die Verantwortung großer Plattformen oder vielleicht auch Vermarkter viel größer geworden ist, weil man kann eigentlich fast nicht erwarten, dass die Eltern das alles auch noch neben ihrem Beruf, neben Schule und so weiter auch noch alles mitverfolgen. Insofern würde ich sagen, die Verantwortung liegt auch und insbesondere und gerade bei Kindern, bei den Plattformen wie YouTube zum Beispiel oder auch bei denjenigen, die sich professionell darum kümmern. Und da würde ich sogar so weit zu sagen, wer Jugendschutz ernst nimmt, der geht vielleicht auch weiter als das, was das gesetzliche Maß für notwendig erachtet. Das muss das Minimum sein, aber wir wissen auch alle, wenn wir die dynamische Entwicklung sehen, können wir uns auch absehen, dass eigentlich die gesetzliche Entwicklung nicht so dynamisch ist. Das heißt, wir haben neue Phänomene, auf die die Gesetze nicht zugeschnitten sind. Also wer es ernst meint mit dem Jugendschutz, der macht sich Gedanken, was passiert mit diesen Kindern und versucht danach den Schutz auszurichten und nicht danach, was steht im Gesetz und nur das mache ich. Das ist ein großer Unterschied und zumal wir über die ganzen Wirkweisen, die wir hier auch gerade thematisiert haben, was macht das eigentlich mit so einem Kind, das sich jetzt plötzlich öffentlich produziert, in der Zukunft, dann, wenn es mal volljährig ist oder überhaupt, dass man ein Massenmedium bedient, das kann doch ein Kind gar nicht einschätzen. Das sind so Dinge, die versuchen wir auch jetzt stärker aufzuarbeiten. Wir haben jetzt auch einen Gutachtenauftrag gegeben über Kaufappelle in sozialen Netzwerken, um einfach selber mehr zu erfahren. Aber ich glaube, da sind viele Fragen offen, weil ja diese Kinder, die jetzt sozusagen älter werden und das jetzt schon mal mitgemacht haben und selbst Influencer waren, die werden ja jetzt erstmal erwachsen und dann wird man sehen, wie hat sich denn das Ganze ausgewirkt, das wissen wir ja gar nicht. Also nochmal, wer es ernst meint, der stellt sich auch diese Fragen und versucht dagegen vorzugehen. Und mal davon ganz abgesehen, müssen wir auch sehen, YouTube labelt sich selbst als 18er Inhalte. Ja. Mal abgesehen von YouTube Kids, es gibt 18 und trotzdem sind Kinderangebote drauf. Also da ist ja irgendwie ganz offensichtlich, dass das nicht ganz zusammenpasst. Ne? Das ist ein gutes Stichwort, die Altersbeschränkung. Wir haben ja jetzt auch WhatsApp ab 16, glaube ich. Also Altersbeschränkung, aber ist das nicht eigentlich nur ein Fake? Also so, weil man das eh nicht einhalten muss, sozusagen, weil man es eh nicht nachvollzieht? Naja, durchsetzen kann es am Ende natürlich niemand außer den Eltern, weil man kann sich natürlich einfach anmelden und sagen, ich bin 18 und schon hat man freien Zugang und das kriegt jedes Kind hin. Das hat jedes Kind auch schon mit 7 oder 8 verstanden, dass das der Weg ist, da drum herum zu kommen. Aber ich finde das trotzdem sinnvoll, weil die Eltern, die ja zum Beispiel vielleicht auch WhatsApp nutzen, sehen ja, oh, hier ist eine Altersbegrenzung drin. Da meint es jemand offensichtlich ernst, auch wenn man jetzt, wenn der App-Anbieter das nicht nachhalten kann. Aber trotzdem finde ich sinnvoll, dass die Altersbeschränkung drin ist, weil es einfach auch ein anderes Bewusstsein schafft nochmal. Also als Orientierungsfunktion für die Eltern, dass die wissen, wenn ihre Kinder sich dahin bewegen, dass da möglicherweise eine Gefahr ist. Ja, aber das ist nicht realistisch. Also ich sag mal, aus meiner persönlichen Ansehung, wenn Sie in der Schule sind, alle nutzen WhatsApp und dann kommt es jetzt nach Jahren, ist es plötzlich 16. Also Sie glauben ja nicht, dass dann Einzelne das dann abschalten oder so, dass Sie dann sagen, jetzt können wir es nicht mehr nutzen. Ihr seid ja erst 14 oder 15. Da ist er dann sozial ausgegrenzt von heute auf morgen. Das funktioniert, so funktioniert es nicht. Nee, es geht ja auch nicht darum, dann die App nicht zu nutzen, sondern es geht darum, Bewusstsein zu schaffen, dass eine Altersbegrenzung da möglicherweise aus Gründen drin ist und die nicht nur in den Nutzungsbedingungen steht, die eh keiner liest, sondern die durch so ein Age-Gating zumindest drin ist. Und ich wollte auch nochmal eingehaken zu dem, was Sie gerade gesagt haben, die Eltern können das alles sowieso nicht überschauen. Das finde ich persönlich eine ganz schreckliche Einschätzung, weil natürlich kann man von Eltern nicht verlangen, dass sie immer am Markt alles verfolgen. Aber mit dem Kind auszumachen, wir reden darüber, welche Apps du dir installierst. Also das muss doch möglich sein. So, ja, das kann man so sehen. Das kann man so sehen, aber ich halte es nicht für realistisch. Also wir haben ja diese Erfahrung. Ja? Wir kümmern uns auch um das Thema Medienkompetenz. Ja? Die Landesmedienanstalten machen viele Projekte, wo es gerade darum geht, diese Dinge auch zu vermitteln. Was glauben Sie, wen Sie da erreichen? Es sind immer die Menschen, die ohnehin schon interessiert sind, die eine gewisse Sensibilität entwickelt haben. Das heißt aber nicht, dass das die Masse ist. Also wir reden ja über die gesamte Gesellschaft. Ja? Und daher glaube ich nicht, wenn man das wissenschaftlich untersuchen würde, dass sozusagen die Mehrheit der Eltern in der Lage, willens vielleicht schon, aber in der Lage ist, sozusagen alles mit den Kindern zu besprechen. Ich glaube es einfach nicht. Wenn Sie andere Daten haben, dann gerne, aber ich glaube, wir reden ja nicht nur über diejenigen, die sowieso interessiert sind, die medienaffin sind. Es gibt ja auch viele Menschen, die nicht so medienaffin sind. Ist das Desinteresse oder Überforderung?
ich denke, es ist auch ein Stück weit Überforderung, weil es ist eine große Dynamik. Ich kenne diese Studien, kennen wir ja auch, und alle sagen, ja, wir sehen uns schon als verantwortlich, das sagt ja auch jeder. Aber jetzt diese ganzen Mechanismen, es geht ja nicht nur um Inhalt, es geht auch um Technik, es geht um Algorithmen. Also das allein, diese technischen Aspekte, wie kommt was wohin und wie funktioniert das Ganze, das ist ja schon für Spezialisten schwer zu durchdringen. Und eigentlich muss man das ja als Elternteil verstanden haben, damit man überhaupt die Risiken auch richtig einschätzen kann. Sonst müsste man ja als Elternteil sagen, na, du machst eigentlich nichts, weil ich kann die Risiken eigentlich nicht überschauen. Aber die Realität ist doch eine sehr große Nutzung von WhatsApp und ähnlichen Geschichten. Herr Drexler, war ja auch ein Ergebnis Ihrer Studie, ne, dass die Eltern zu wenig wissen, aber offenbar ja vielleicht auch gar nicht so interessiert sind, das zu wissen. Ja, nee, das Interesse ist schon da. Wo wir aufpassen müssen, einen großen Fehler nicht zu machen. Wir thematisieren sehr gerne und sehr viel und sehr leidenschaftlich Risiken und Gefahren. Und gegenüber den Kindern sowieso, da geht das in das Ohr rein, da wieder raus. Bei den Eltern aber auch, sagen wir, was alles passieren kann und acht auf die Altersstufen überhaupt und so. Und da lenken wir das Thema Medienerziehung in so eine Verbotsecke. Also beschränken, Nutzungszeit und das nicht. Das ist richtig, dass wir das machen, dass wir da großen Wert drauf legen. Aber was wir dabei nicht verpassen dürfen, ist den Eltern und dann halt damit auch eben auch den Kindern das Rüstzeug zu geben, Sachen eben auch produktiv, partizipativ zu nutzen, Sachen für sich zu nutzen, so wie sie es für richtig halten, sich ihre eigene Medienrealität zusammenzubauen, was sie können und was sie sollen, was wir alle machen. Natürlich muss man leiten, lenken, beraten, da sein als Eltern, aber nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern ganz viel auch zeigen, was eigentlich geht und was man so alles machen kann. Und hier schließt sich der Kreis zu diesem Musical-Thema. Dass Kinder sich vor der Kamera produzieren wollen, ist total normal. Und mit sowas wie mit Identitäten zu spielen oder in sozialen Netzwerken auch als jemand anders unterwegs zu sein oder in Online-Games jemand anders zu sein, das gehört zu kindlichen und jugendlichen Entwicklungsaufgaben ganz normal dazu. Das hat nicht mal was mit Medien zu tun. Und dass sowas sowieso passiert, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir nicht einseitig Risiken und Probleme thematisieren, sondern wenigstens im gleichen Atemzug auch sagen, was man alles Cooles und Kreatives machen kann. Und wenn man das schafft, das in richtige Bahnen zu lenken und zu unterstützen, wenn wir es schaffen, möglichst viele positive, gute, geeignete Inhalte zu haben, dann brauchen wir sehr viel weniger darüber zu reden, was alles Schlimmes passieren kann. Sie sind übrigens auch herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Ich frage noch ein bisschen weiter, aber wenn es Fragen gibt, wir haben hier rechts und links auch ein Mikrofon, wo Sie sich dann gerne auch zu Wort melden können, bitte. Sie sagen also Aufklärung, so verstehe ich das jetzt mal, auch Aufklärung der Kinder. Sie machen das ja, Frau Knuth, mit den Kreativen bei Ihnen. Wie funktioniert denn das? Wird das offen angenommen oder ja? Ja, total gut. Also wir haben vor knapp anderthalb Jahren mal so eine Art Rookie-Programm entwickelt, wo wir in verschiedenen Videobotschaften, also wirklich auch zielgruppenspezifisch den Leuten erklären, hey, was tut ihr da, wie funktioniert das, was kann das für Auswirkungen haben, etc. pp. Um die Leute, die da Lust drauf haben, die das gerne machen wollen, einfach darauf vorzubereiten. Und das wird super gut angenommen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir Kinder ja nicht erziehen, damit sie Kinder bleiben, sondern damit sie in der Welt, wie sie später ist, gut klarkommen. Und deswegen Verbote immer ein bisschen kritisch zu betrachten sind, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass wir da einen ganz guten Weg gefunden haben. Und das wird von den YouTubern sehr gut angenommen. Gut, also Aufklärung haben wir schon mal, auch wenn es immer wieder Widerrede gibt, dass es doch nicht so funktioniert. Mich würde jetzt noch mal interessieren, was man auch seitens der Hersteller und seitens des Gesetzgebers machen könnte und fordern sollte. Frau Pöting, Sie haben ja auch festgestellt, herausgefunden, dass es zwar Privatsphäre-Einstellungen gibt, dass es die Anbieter aber den Nutzer nicht so leicht machen, das alles zu finden, sondern man muss sich da durcharbeiten und wenn man das gemacht hat, dann kann man da irgendwie für sich was einstellen. Wie sollte es denn besser sein eigentlich? Ja, also was Herr Kreisig gesagt hat, ist natürlich richtig, dass es sehr undurchschaubar und undurchdringlich ist ganz oft und dass es schon Erwachsenen oft schwerfällt, jedes neue Angebot zu durchschauen und wie das jetzt strukturiert ist und was man da machen kann, das stellen wir auch immer wieder fest. Wir testen ja auch Apps und haben sehr viel auch mit neuen Betriebssystemen und allem Möglichen zu tun im redaktionellen Alltag und das ist schwierig, das ist für viele Leute anstrengend und das ist für Kinder möglicherweise auch überhaupt nicht machbar. Und
der Strategie der App-Entwickler oder ist es einfach nur Nachlässigkeit? Das kann man jetzt nur vermuten, aber ich stelle schon fest, dass Snapchat, Instagram, Musical.ly alle die ungünstigsten Voreinstellungen hat aus Nutzersicht, denn alles ist öffentlich, man kann alles, also alle können alles sofort sehen und natürlich führt das dazu, dass die App belebter wird und dass mehr Öffentlichkeit da ist und dass irgendwie alles sichtbarer und größer wird. Und das kann man natürlich annehmen, dass das auch aus Sicht der Anbieter so am günstigsten ist. Jetzt ist eben die Frage, inwieweit kann man das hinnehmen oder wie viel müssen wir uns aufregen, bis sich das ändert. Also es ist wahrscheinlich nicht mal eben so machbar. Es ist auf jeden Fall, deswegen sage ich auch, ich finde es wichtig, dass Eltern sich mit den Kindern austauschen, welche App wird installiert, damit man über sowas sprechen kann. Nicht um alles zu verbieten, sondern um einmal gemeinsam draufzuschauen. Und auch wenn die Dienste vielfältig sind, am Ende ist es auch wieder doch nicht so schwierig. Also man muss sich dann halt mal eine halbe Stunde hinsetzen und sich das angucken. Sollte man sie zwingen, wenn es denn überhaupt geht, weil das sind ja keine deutschen Anbieter mehrheitlich, aber sollte man sie zwingen, diese Einstellung zu vereinfachen? Das Problem ist oft gar nicht, dass es so schwierig ist, sondern dass es, und das ist jetzt ja auch schon angesprochen worden, dass viele sich einfach gar nicht dafür interessieren. Das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben. Nicht, dass es nicht leicht zu ändern wäre. Wenn man einmal das Bewusstsein dafür hat, findet man diese Einstellungen sehr leicht. Aber das dann wirklich auf dem Schirm zu haben, ist, glaube ich, das Problem. Und da haben wir irgendwie auch eine gesellschaftliche Aufgabe, nochmal festzustellen, da sind wir mit Problemen konfrontiert, die es so noch nicht gegeben hat, die sehr neu sind und wo wir halt nicht abwinken können und sagen, ach ja, man kann eh nichts machen oder ja, das ist alles so schwierig, sondern eigentlich an jeder Stelle, wo man mit Kindern zu tun hat, müssen wir ständig darüber reden und wahrscheinlich darüber noch viel mehr, als wir es schon tun. Also ich würde sagen, das war ein kleines bisschen verkürzt dargestellt. Ja, also wenn wir uns mal unsere Lieblingssozialen Netzwerke angucken, die wir möglicherweise jeden Tag stundenlang nutzen, erstmal ist da eine ganze Menge passiert, was so Möglichkeiten der Einstellungen angeht, auch wie die dargestellt werden, wie die auffindbar sind, wie die auch besser an einem Ort zusammengefasst sind. Kleines Beispiel, teilen Sie mal was öffentlich auf Facebook. Am nächsten Tag kriegt man einen Hinweis, übrigens, du hast gestern was öffentlich geteilt. Weißt du das eigentlich? Das macht Facebook so, Facebook nutzt niemand unter 12. Als Beispiel, nur um zu zeigen, dass da durchaus auch Veränderungen sind in den letzten Jahren, dass das Bewusstsein dafür gewachsen ist. Und von uns allen und auch von den jüngeren Nutzern sich zu wünschen oder zu fordern, dass man bei einem Dienst, den man echt intensiv nutzt, sich auch mal ein paar Minuten mit den Einstellmöglichkeiten zu befassen. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Und ich glaube, dass Kinder und Jugendliche relativ gut mit diesen Audiences oder mit diesen Zielgruppen ihrer Inhalte umgehen können und das durchaus auch ganz bewusst nutzen. Und ich wage die These, dass die das bewusster nutzen als viele Erwachsene. Ich glaube, dass viele Jugendliche, jüngere Nutzer sehr viel unterschiedliche Zielgruppen bedienen, während meine Facebook-Posts immer in die gleiche Richtung gehen und von denselben Leuten gesehen werden können, sind Leute, die jünger sind als ich, sehr viel aufmerksamer dabei. Diesen Teil sollen meine Freunde sehen, den sollen Teil meine Eltern nicht sehen und so. Da haben, glaube ich, sehr viele jüngere Nutzer schon einen guten Blick für. Wobei Facebook ja out ist, das haben wir ja gerade gelernt, zumindest bei den Jüngeren. Insofern ist die Referenz vielleicht nicht so zielführend. Also bei Apps wie Snapchat, Musical.ly, Instagram, da greift das nicht, ist leider einfach so. Also da kann man jetzt im Moment, ich sehe auch ja die Bemühungen und vielleicht hat sich was zum Guten verändert. Ich will auch nicht sagen, alles ist ganz furchtbar. Es gibt auch ganz, ganz tolle und schöne Seiten von diesen Apps, das ist gar keine Frage. Ich glaube eben, dass es sehr, sehr viel schwieriger ist, wirklich auch die Jüngsten zu schützen und über die reden wir ja. Und ich glaube so, das ist eben das, wo wir viel zu tun haben noch. Aber ist es nicht auch nur vielleicht eine Gefahr, die uns jetzt so vor Augen schwebt und so viel ist noch gar nicht passiert? Also gut, Sie haben diesen Fall jetzt recherchiert, das ist klar, aber wie groß ist das Ausmaß? Weiß man das von dem, was da passiert? Herr Kreisig, wissen Sie es? Also ich
meine jedenfalls, dass wir da auch tatsächlich noch Forschung ein Stück weit brauchen. Also in der Theorie wissen wir es natürlich immer, es gibt die Gefahr auch von Kommunikationsrisiken. Ich meine, wenn ich irgendwo öffentlich rausgehe mit audiovisuellen Inhalten oder ich selber mich filme, es gibt ja dann die den Rückkanal. Also ich kriege ja die Rückmeldungen, die können ja positiv und negativ sein und da kann man ja konfrontiert werden mit etwas, was man vorher nicht weiß. Also insofern, die Risiken sind schon da. Ob man das genau einschätzen kann, ich glaube, da müssen wir nochmal näher drauf gucken, aber ich glaube, wichtig ist, und das stimmt ja auch, es gibt da, wo wir sozusagen die Verbindung haben von Selbstkontrollen auch zu den Entwicklern, da findet ja dieser Prozess auch statt, wo man über Jugendschutz nachdenkt und wie können wir es besser machen. Das ist aber natürlich nicht bei allen der Fall, sondern nur diejenigen, die sich auch entschlossen haben, mit einer Selbstkontrolle zusammenzuarbeiten. Dieser Bereich ist schon, da passiert tatsächlich was, aber Musical.ly, ich glaube, wenn ich nichts Falsches sage, sind eben nicht da verbunden und die halten sich dann eben weniger dran. Es gibt solche und solche. Also insofern ist es, glaube ich, eine Aufgabe, die wir alle gemeinsam meistern müssen. Natürlich ist es eine Elternverantwortung, aber es ist auch das Gespräch mit den Entwicklern, Safety by Design, wie kann ich sicherstellen, dass Jugendschutz am Anfang kommt oder abgefragt wird und so weiter und so fort. Da gibt es, glaube ich, viele Mechanismen, über die man sich Gedanken machen muss. Es liegt dann auch an den Unternehmen zu sagen, ja, das ist für mich wichtig, weil es ist relevant und meine Zielgruppe ist auch jung und die muss ein Stück weit geschützt werden. Es steht ja auch im Titel unseres Panels hier, Schutzräume. Martin Drechsler, wäre das vielleicht die Lösung aller Probleme, Schutzräume für Kinder zu schaffen? Könnte man denken, ne? Das machen die Kinder aber nicht mit. Also alle Versuche, die es in den letzten Jahren gegeben hat, Sachen exklusiv nur für Kinder zu machen, im Sinne von, alle anderen sind ausgeschlossen, bei Spielen beispielsweise oder auch bei Chatdiensten oder so, sind immer gescheitert. Was gut funktioniert, ist, Kinder anzuleiten, ihnen sowas wie eine Startrampe zu geben und ihnen den Weg zu zeigen, wie das mit dem Internet oder mit digitalen Medien generell funktioniert. Frag Finn als Suchmaschine für Kinder ist ein hervorragendes Beispiel dafür, das funktioniert. Da lernen Kinder, wie funktionieren Suchmaschinen, wie geht eine Bildersuche, wie sehen redaktionelle Beiträge aus. Das ist ein Weg, Kinder auf sowas vorzubereiten. Und da geht es eben tatsächlich wieder darum, Möglichkeiten zu eröffnen und Inhalte zu präsentieren, gute Inhalte, interessante Inhalte zu haben. Nicht so sehr, das irgendwo wegzusperren und so in einem umhegten Bereich und dann machen wir einen Deckel drauf und dann ist alles gut. Das ist der falsche Weg. Startrampen sind vielleicht ein schönes Bild in dem Zusammenhang. Das ist der bessere Weg. Aber es hat schon Versuche so geschlossener Systeme gegeben, ne? Oder? Ja, gerade was Kommunikation anging. Das Einzige, was mal so fast funktioniert hat, war SchülerVZ. Ja, SchülerVZ als soziales Netzwerk exklusiv für Schüler, wo man als Erwachsener auch echt nicht so richtig einfach reinkam. Aber das SchülerVZ hat das gleiche Schicksal ereignet wie das große StudiVZ. Das war vielleicht das einzige Produkt, was kommerziell mal funktioniert hat, was exklusiv für Kinder und Jugendliche war. Im Sinne von abgeschlossen, sodass die Erwachsenen da nicht rein können. Genau. Wir sind auf der Suche, es wird nicht die Zauberlösung geben, mit dem man alles sozusagen regeln kann. Trotzdem frage ich mich, muss man Jugendschutz weiterentwickeln? Wir hatten es ja schon angesprochen, Jugendschutz ist bisher so gedacht, dass wir Kinder vor fremden Inhalten schützen sozusagen. Also vor Inhalten, an die sie möglichst nicht rankommen sollen, weil sie ihnen schädigen könnten. Jetzt haben wir eine völlig neue Situation durch diese Kommentarfunktion. Also einmal, weil Kinder selber Produzenten werden und zum anderen, weil sie auch miteinander kommunizieren. Das ist ja im Jugendschutz bisher überhaupt nicht enthalten, oder? Ja, doch schon, bloß von verschiedenen Ecken. Also Jugendmedienschutz, also das, was wir machen, ist eher sozusagen der Betrachter im Vordergrund. Aber es gibt natürlich auch die Jugendschutzbehörden, die natürlich schon das Kindeswohl im Blick haben. Sprich, dürfen Kinder arbeiten, wenn man das als Arbeit betrachtet, dass sie sich auf YouTube irgendwie auch Geld verdienen und ähnliche Dinge. Also es gibt verschiedene Sichtweisen, die dann miteinander zusammenwirken müssen. Das gibt es schon. Aber es ist halt jeder in seinem Bereich und das fließt noch nicht zusammen, sondern jeder kommt aus deiner Ecke und versucht es besser zu machen. Aber ich denke, Jugendschutz muss immer weiterentwickelt werden. Also beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag sehen wir das ja, weil diese Entwicklung, die jetzt passiert ist, die haben wir ja in den gesetzlichen Grundlagen noch nicht abgebildet. Da müssen wir fragen, sind eigentlich neue Risiken entstanden, die wir gesetzlich regeln müssen oder nicht? Also die Diskussion, glaube ich, ist schon wichtig. Und derzeit passiert das halt eben auch außerhalb des Gesetzes, dass wir fragen, wo sind die Risiken, kann man dagegen vorgehen? Die Selbstkontrollen thematisieren das ja auch. Also da muss man an allen Ecken, glaube ich, weiterarbeiten, ja.
Und das größte Risiko ist ja offenbar auch diese Kommunikationsfunktion. Da gibt es ja auch viel Kritik, dass eben im klassischen Jugendschutz zum Beispiel auch bei Games oder so genau dieser Kriminalitätsaspekt eben gar nicht, also dieser kriminelle Aspekt gar nicht drin vorkommt. Sie lächeln, Herr Drexler, wir hatten uns neulich schon darüber unterhalten. Ist doch ein Defizit, oder? Naja, also das ist sicherlich nicht ein Ziel oder ein Thema für den Jugendschutz, so wie wir ihn sehen. Dass Kommunikation was mit Strafrecht zu tun haben kann, das ist nicht so überraschend. Und dass speziell in Spielen, die von Kindern gespielt werden oder von jüngeren Nutzern gespielt werden, dass Kommunikation dazu ein Problem werden kann, sei es, dass Leute einfach politisch, sagen wir mal vorsichtig, fragwürdige Botschaften verbreiten, sei es, dass Kinder angesprochen werden mit sexuellen Motiven. Das ist ein Thema, ja. Dem ist ziemlich schwer beizukommen. Verboten ist das natürlich alles. Aber die zuständigen Stellen werden auf sowas in der Regel nicht aufmerksam. Und hier ist ganz klar, dass die Kinder da selbst viel leisten müssen. Denen muss klar sein, dass sie sich nicht alles bieten lassen brauchen. Ihnen muss klar sein, dass man viele Sachen melden kann. In den besseren Games oder Plattformen kann man selbstverständlich Nutzer- und Kommunikationsinhalte melden. Und das wird dann auch relativ schnell da sanktioniert. Also sowas ist natürlich alles verboten, klar. Ist kein klassisches Jugendschutzthema und ist schwer als Phänomen zu bekämpfen. Deshalb muss man tatsächlich wieder da ansetzen, dass man die Kinder stark macht in dem Fall. Und es gab ja noch einen anderen Versuch, mal technischer Jugendschutz, dass man versucht eben über eine entsprechende Software Inhalte schon vorher rauszufiltern. Wenn die Eltern die Software installieren, werden sozusagen Inhalte, die sich selbst gelabelt haben, ab 16 oder 18, werden die rausgefiltert, dass die eben nicht mehr an die Kinder rankommen. Das hat nicht so geklappt. Ach naja, also die Idee, das sind die Jugendschutzprogramme, die Sie ansprechen, da geht es hauptsächlich darum, klassische Webinhalte zu filtern und eben nicht nur solche, die ein Alterskennzeichen tragen, sondern im Idealfall alle. Und die klassischen Jugendschutzprogramme können viele Sachen sehr gut, zum Beispiel so gut wie alle Pornoseiten sperren, so gut wie alle Seiten mit extremistischen Inhalten sehr zuverlässig erkennen und sperren und beispielsweise auch die Seiten und die Mediatheken der privaten deutschen Fernsehsender altersdifferenziert anzeigen. Also dass ich eine andere Sat.1-Mediathek sehe, als mein Kind es sehen würde. Das funktioniert gut. Und das ist das Ziel von den Jugendschutzprogrammen, so wie es im Gesetz vorgegeben ist. Nicht davon umfasst ist alles, was mit Kommunikation zu tun hat und alles, was mit Apps zu tun hat. Und hier kommen wir an den Punkt, was Herr Dr. Kreisig ansprach, wie das mit der gesetzlichen Regelung dann weitergeht. Also wie können wir denn gesetzliche Grundlagen weiterentwickeln, dass wir eben auch sowas Neues wie Apps entsprechend reglementieren können. Da fehlen Grundlagen schon noch und da fehlen tatsächlich eben auch die Mittel, die man Eltern guten Gewissens empfehlen kann, wie man mit sowas umgeht. Klar kann man an jedem Handy und an jedem Tablet einstellen, bis zu welcher Altersstufe Apps verfügbar sein sollen und nicht. Da funktionieren die Alterseinstufungen speziell im Google Play Store funktionieren ganz gut und das ist auch gar nicht so schwer zu finden, den Schieberegler, um dort einzustellen, dass mein Kind Apps nur bis zu einer Altersstufe 12 oder so sehen können soll. Das ist nichts, was im Gesetz so hinterlegt ist muss es vielleicht auch nicht sein. Also vielleicht haben wir das Thema Jugendschutzprogramme mittlerweile abgehakt, weil das klassische WWW nicht mehr so wahnsinnig spannend ist für Kinder und Jugendliche. Ich will nicht sagen, dass es nicht mehr interessant ist und nicht mehr relevant ist. Spätestens, sagen wir mal, ab der dritten Klasse oder so, wenn die Kinder regelmäßig für die Schule Sachen recherchieren, sitzen sie doch an einem PC und nicht nur an ihrem Handy. Und selbstverständlich surfen sie dann auch im Netz und nicht nur in Apps. Von daher haben Jugendschutzprogramme sicherlich noch ihre Relevanz. Was so Mediennutzung in der Zukunft oder vielleicht in der näheren Zukunft oder in der Gegenwart angeht, da gibt es sicherlich neue Sachen, die man da besprechen muss. Gibt es Fragen hier im Publikum an unsere Ja, bitte, gehen Sie ans Mikro, genau, sehr gut. Genau, ich habe jetzt eine Frage und zwar wird ganz oft davon diskutiert, dass irgendwie die Angst vor Dritten besteht oder die Gefahr, dass die Kinder irgendwelchen Inhalten ausgesetzt werden.
Aber ich sehe mit das größte Problem auch bei den Eltern, die Kinderbilder posten im Internet, die Videos posten. Gibt es da irgendwelche Wege, dass die Kinderrechte oder die Privatsphärerechte von den Kindern, dass die ja eingehalten werden? Und gibt es da was da irgendwie bundesweit angesteuert wird, ob das jetzt Programme sind oder Medienkompetenzbildungsprogramme, Workshops für Eltern? Ja, also dazu kann ich sagen, dass jedenfalls dieser Medienkompetenzaspekt schon wichtig ist. Sie sprechen eine Problematik an. Also ich glaube, ich kenne noch nichts, dass das jetzt irgendwie unterbinden möchte. Ich glaube auch nicht, dass es der richtige Weg wäre, sozusagen Schutzräume nur durch gesetzliche Regelungen zu schaffen. Und daher sind wir immer irgendwann bei dem Punkt, wo wir sagen, ergänzend brauchen wir das Thema Medienkompetenz. Herr Drexler hat es gerade zu Recht gesagt, wir müssen Kinder, aber auch Eltern stärken und sagen, sie ihnen vermitteln, was da eigentlich passiert, eine Sensibilität zu vermitteln. Das passiert noch. Wir sehen auch, dass Medienbildung immer stärker in die Bildungspläne reinkommt von Schulen und so weiter. Aber ich habe nach wie vor das Gefühl, dass ein sehr großer Bedarf ist. Also wenn wir Projekte machen, haben wir sehr großes Interesse und können eigentlich, also wir haben gar nicht so viel Geld sozusagen, um das noch weiter auszubauen, um noch mehr anzubieten. Also der Bedarf ist enorm, aber wir erreichen einfach nur mangels genug Mitteln noch zu wenig. Also wir können viel, viel mehr Aufklärung betreiben und das habe ich den Eindruck, wird auch nachgefragt von den Eltern. Da ist natürlich so, steht der Tropfen, höhlt den Stein, ja, weil gerade wenn man dann so eine Generation Eltern erreicht hat, dann muss man schon die nächsten wieder ansprechen und dieselbe Geschichte immer wieder erzählen. Wir haben gerade, was so Alltagsfotos von Kindern angeht oder überhaupt Eltern teilen Fotos von den Kindern, haben wir gerade eine relativ große Social-Media-Kampagne auch unterstützt dazu. Klar, kann man an vielen verschiedenen Punkten kann man ansetzen, jeder kann da irgendwie mitmachen und es ist, glaube ich, vielen bewusst und viele posten Fotos bewusst nicht, wo das Gesicht ihrer Kinder zu sehen ist. Viele machen sich darüber keine Gedanken und viele sagen auch bewusst, na klar teile ich die Fotos von meinen Kindern auf Facebook, warum denn nicht? So, und das kann man ja machen als Eltern. Ja? Ist ja auch völlig erlaubt, ist ja auch kein Problem, wenn man das bewusst macht und wenn man sich überlegt, naja, also sie runzeln so die Stirn. Natürlich haben Kinder das Recht am eigenen Bild, aber solange das Kinder sind, sind die Eltern halt in der Verantwortung und auch in der Zuständigkeit darüber zu entscheiden. Aber man könnte das ja verbieten zum Beispiel. Ja, aber wollen Sie verbieten, dass Sie Fotos von Ihren Kindern Ihren Freunden zeigen? Kommt drauf an, über welchem Kanal. Also da ist, glaube ich, das Bewusstsein muss geschafft werden und es wird immer Leute geben, die so stolz auf ihre Kinder sind, die in jeglicher Situation überall rumzeigen und es wird nie genug sein, dass man Eltern daran erinnert, übrigens Sachen, die du online postest, bleiben möglicherweise für immer online. Das muss einem einfach bewusst sein und wenn man dann sagt, trotzdem poste ich die Bilder von meinen Kindern. Okay. Wir haben schon festgestellt, man wird nicht alles lösen, nicht alles regeln können, aber dieses Bewusstsein ist ein gutes Stichwort. Brauchen wir einfach, sagen wir mal, Benimmregeln oder eine gesellschaftliche Debatte? Frau Knuth, frage ich mal Sie, weil Sie es ja auch oft mit Eltern schon besprechen, darüber, wie man sich im Netz bewegt, was man darf, was man nicht und welche Gefahren da sind, dass man einfach über diese Aufklärung, über so ein gesellschaftliches Bewusstsein da mehr den Blick schärft? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss super viel reden mit allen Eltern und mit den Kindern, um einfach zu erklären, hey, das passiert mit den Inhalten, die ihr postet. Und ich denke auch nicht, dass es der richtige Weg wäre, zu sagen, ihr dürft nichts mehr posten, weil gerade unsere YouTuber zum Beispiel, die machen unglaublich tolle Sachen mit ihren Kindern, die erleben coole Dinge, die holen sich Inspiration, auch bei anderen YouTubern oder Eltern, die zu Hause sitzen, einfach schauen, hey, was könnte ich denn mit meinem Kind heute machen am Samstag in Berlin, keine Ahnung. Und die werden dadurch inspiriert und es gibt so viele tolle Inhalte, aber natürlich muss man immer wieder das Bewusstsein schaffen, das hört nicht auf, genauso bei den Eltern wie als auch bei den Kindern, klar. Denn wir wollen ja auch kein Kontrollsystem oder wir wollen ja auch kein Verbotssystem. Ja, genau, ich bin auch nicht in China hier. Was würden Sie sagen, Frau Pöting, mehr Gesetze, mehr Verbote oder mehr Debatte? Auf jeden Fall mehr Debatte. Also ich glaube, diese Diskussion müssen die Eltern sich kümmern, müssen sich die Plattformanbieter kümmern, brauchen wir neue Gesetze. Das ist jetzt ja auch schon mehrfach angeklungen. Also jeder Teil muss sich bemühen und am Ende muss es sich insgesamt in Bewegung setzen. Und ich glaube wirklich, dass solche gesellschaftlichen Prozesse sind ja immer schwerfällig, völlig egal, worum es geht. Und auch dieses, unsere Kinder nutzen Apps und die sind vielleicht schlauer als wir. Die machen vielleicht das Radio aus, wenn das Interview über Musical.ly kommt, weil sie wissen, sonst wird vielleicht die App verboten. True story.
da wird einfach, die Kinder sind so viel schlauer, als wir oft denken. Und deswegen ist einfach auch, das ist eine Gruppe, die von allen Seiten irgendwie mit einbezogen werden muss, weil sie eben teilnimmt und die eben nicht klein und dumm sind und es eh nicht checken, sondern ganz viel eben doch checken. Und ich glaube, das ist jetzt auch immer wieder angeklungen, dass sie eben viel mitkriegen, sehr klug sind, manchmal klüger als die Eltern. Und ich glaube, es geht auch um ein Ernstnehmen der Kinder und dann eben um ein gemeinsames Verändern eben von allen Seiten. Also die schalten dann das Radio aus, damit die Eltern nicht hören, das, was da über die App gesagt wird. Genau, weil die App könnte ja verboten werden und das kriegen die Kinder mit, und bevor die Eltern mitgekriegt haben, worum es eigentlich geht. Dafür gibt es ja auch zum Beispiel so eine Initiative, wie Sie, wofür Sie arbeiten, ist, glaube ich, vom Bundesministerium für Familie oder Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Genau, mitfinanziert. Also man versucht schon, Aufklärung zu schaffen, auch über solche Phänomene. Herr Drexler, brauchen wir mehr Geld, mehr Mittel, um solche Debatten breiter zu führen? Klar. ja, das, also sicherlich, klar, das alles, jede Art von Kommunikation und Kampagne und Initiative kostet immer Geld. Und sicherlich ist es richtig, dass wir die öffentliche Hand da in der Pflicht sehen. Sicherlich ist es richtig, dass die Wirtschaft sich daran beteiligen muss, weil das, alter Hut, eine gesamtgesellschaftliche Debatte ist, die wir da führen müssen. Und jeder muss das dazu beitragen, was er am besten kann, und die Kanäle bespielen, die er am besten kann. Ja, gerade wenn wir sagen, wir betonen Elternverantwortung so sehr. Wir haben mit zahlreichen Kooperationspartnern gerade unseren neuen Internetguide für Eltern gestartet. Unter elternguide.online haben wir versucht, möglichst niedrigschwellige Informationen über aktuelle Medienthemen, Medienphänomene in leicht verdaulichen Häppchen in Videoform anzubieten, um eben den Eltern bei der Medienerziehung zu helfen. Und das ist das unser letzter Teil, unser aktuellster Teil, den wir dazu beitragen. Ja, klar, Geld kann man da nie genug haben im System. Und ich finde es sehr gut, dass vor allem das Familienministerium, aber auch das Justizverbraucherschutzministerium in der letzten Zeit da sehr aktiv sind. Nicht zu vergessen ist aber auch das BKM, also die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die das Netz für Kinder schon seit vielen Jahren intensiv fördert, wo es eben gerade darum geht, positive, gute, hochqualitative Kinder-Internetinhalte zu haben und wo eben das schon erwähnte Fragfin auch eine wichtige Rolle spielt. Dennoch, Herr Kreisig, die Mühlen des Gesetzes malen langsam. Man muss nachdenken, diskutieren. Sie haben schon gesagt, es wird darüber nachgedacht, wie man den Jugendschutz weiterentwickeln kann, auch vom Gesetz her. Wann wird mit welchen Veränderungen zu rechnen sein? Ja, das ist schwer zu sagen. Wir haben leider einen Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der einmal in der Entstehung gescheitert ist, und danach hat man nur noch rudimentärere Änderungen vorgenommen. Das heißt, es ist ein schwieriges Gesetz. Deswegen halte ich es auch für so wichtig, dass wir die Diskussion führen und uns damit auseinandersetzen, was gut ist für die Kinder. Wir wollen ja auch die Dinge tatsächlich nicht verteufeln oder so, sondern von beiden Seiten betrachten und für das Kindeswohl das Beste erreichen. Und da sind solche Diskussionen sehr wichtig, und wir als Landesmedienanstalt und auch als KJM, die dafür zuständig sind, wir sind ja vielfältig unterwegs mit verschiedenen Initiativen, die genau in diese Richtung zielen. Also föderal, flächendeckend bieten wir da Angebote an, und über den Weg geht es erstmal. Wir können den Gesetzgeber natürlich nur mit ihm in Kontakt treten und sagen, wir sehen hier, wir haben hier entdeckt, hier sind Schwachstellen, lasst uns daran arbeiten. Aber sag ich mal, derzeit sehe ich noch keinen konkreten gesetzgeberischen Horizont, wann die nächste Änderung kommt. Das wird sich sicherlich noch etwas hinziehen. So, gibt es noch eine Frage? Es gibt noch eine Frage, bitte. Mich würde interessieren, ich habe es in erster Linie gehört, dass Sie einen sehr konstruktiven Ansatz vertreten. Was würden Sie sagen zu dem Ansatz, dem eher defizitären von Martin Spitzer? Dass man die Kinder fernhält, soweit ja, es geht. Ja, genau. Ja, Sie weiß ich schon, was Sie sagen. Ja. Klar. Ja, vielleicht muss man sagen, vielleicht Sie, Herr Kreisig. Also ich bin natürlich kein Pädagoge, kein Wissenschaftler. Ich kenne natürlich seine Auffassung, und vielleicht ist es auch gut, dass es auch diese Meinung gibt. Denn wenn man sich mit einer so sehr, sehr polarisierenden Meinung auseinandersetzt, ist es ja auch wichtig, und wir erleben das natürlich auch in der Realität. Wenn wir zum Beispiel über Themen wie Medienbildung im Kindergarten, da geht es gar nicht darum, dass sie mit Handys spielt, sondern einfach nur sich mit Medien irgendwie auseinandersetzen, auch kreativ auseinandersetzen, dann sehen wir ja auch, dass viele Eltern tatsächlich diese Bedenken auch teilen, dass man zu früh mit
mit Kindern und Medien umgeht. Insofern glaube ich, ist es wichtig, dass es diese Stimmen gibt. Ich kann es nicht einordnen, ich weiß nur, dass es eher sozusagen eine Einzelmeinung ist. Also ich kann mich dazu, also ich fachlich nicht dazu äußern, aber ich glaube, es ist wichtig, dass es so eine Stimme gibt und wir uns damit auseinandersetzen. Ich glaube, ein Punkt, der sich hier die ganze Zeit durchgezogen hat, ist auch das Wort realistisch. Und ich glaube, diese Forderung ist auch nicht sehr realistisch, die Kinder davon fernzuhalten, einfach weil sie permanent ja damit auch konfrontiert sind und es ja auch bis zu einem bestimmten Punkt gut ist, sage ich jetzt mal dazu. Wir sind jetzt fast am Ende. Wenn es noch eine Frage gibt, würde ich bitten, sie zu stellen. Das ist nicht der Fall. Dann mache ich eine kurze Schlussrunde. Vielleicht, was könnte ein nächster Schritt sein, um die Situation für Kinder zu verbessern? Frau Knut. Ich denke, dass wir mit den Kindern sprechen müssen, mit allen Marktteilnehmern sprechen müssen, wie wir das auch tun und wie das jetzt auch schon mehrfach genannt wurde. Und dann einfach schauen, dass die Gesetzmäßigkeiten so angepasst werden, dass es einfach ja, zu der Realität passt, weil das ist einfach noch nicht der Fall. Frau Pöting. Ja, im Prinzip sehe ich das ähnlich und es ist, glaube ich, immer wichtig, auch trotzdem kämpferisch zu bleiben bei Veränderungen oder auch Ideen, die man hat, weil ich habe immer ganz viel den Eindruck, viele Leute kümmern sich gut und alle haben gute Hoffnungen, aber sehen auch die Grenzen und wenn man, ich habe immer das Gefühl, es springt auch so ein bisschen Resignation mit, das und das können wir eh nicht machen, das und das wird eh nicht funktionieren und ich wünsche mir einfach sehr, dass man, auch wenn es immer wieder dieselben Sachen sind und ja, dieses und jenes Problem ist nicht neu, dass man die einfach immer wieder neu formuliert und auch immer wieder alle Akteure neu in die Pflicht nimmt und eben nicht sagt, ja, das haben wir vor 10 Jahren schon besprochen, als das Internet das und das gerade neu war und das hat auch nicht geklappt. Also, dass sich alle einfach die Energie erhalten, da auch dran zu bleiben. Und das aufzudecken, was Sie auch machen, was ich ganz toll fand, also Ihre Plattform ja auch macht als Thema, ja. Herr Drexler. Wir arbeiten ja viel mit Unternehmen zusammen und ich finde es wichtig, da immer weiter dran zu bleiben und sie daran zu erinnern, dass Familienfreundlichkeit ein Verkaufsargument sein kann. Und das ist halt auch so ein Argument, was in der Industrie funktioniert. Ein Produkt, was gern genutzt wird, hat auch Erfolg. Und wenn ich selbstbewusst sagen kann, mein Produkt ist halt besonders familienfreundlich und ich das den Eltern empfehlen kann, hier kann dein Kind das problemlos nutzen, ihr könnt ihr das als ganze Familie problemlos nutzen, das ist eine Sache, die ist gar nicht doll aufwendig und da kann tatsächlich noch eine ganze Menge passieren. Danke. Ja, für mich wäre, glaube ich, das Wichtigste, dass die Verantwortlichkeit empfunden wird für den Jugendmedienschutz von denjenigen, die letztendlich auch kommerziell bestimmte Plattformen nutzen, wo Kinder eine Rolle spielen. Und das sind ja wenige, die sehr affin sind für die Kinder. Und das ist wichtig, dass von den sozusagen denjenigen, die da das betreiben und auch, sag ich mal, die Größe und die Finanzkraft haben, einfach von sich heraus eine Verantwortung erwächst. Sie sagt, ja, ich kümmere mich sozusagen auch unabhängig von den gesetzlichen Regelungen darüber hinaus um das Thema, um da das abzusichern. Und natürlich ist dazu immer der richtige Weg in Dialog mit den Beteiligten, um da einfach zu Lösungen zu kommen, gemeinschaftlich, wo man sagt, da fühlen wir uns wohl mit diesen Regelungen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag hier auf dem Panel. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Fragen. Und ich glaube, ich übergebe jetzt an Sie. Ja, ich bin kräftig am Nachdenken. Also Applaus, sehr interessant, Dankeschön. Vielleicht von mir noch mal einen ganz kurzen Vorschlag, bevor ich dann den Schutzraum der Bühne für Sie auflöse. Eine Schulpflicht für Erwachsene, Medienkompetenz. Und man kann Steuern sparen, wenn man gewinnt. Ist vielleicht etwas. Ja, ist vielleicht gar nicht so doof. Wir nehmen es auf. Naja, vielleicht chinesisch geprägt. Ein anderes Thema. Also vielen herzlichen Dank. Ganz tolles Thema. Danke für die Lacher, finde ich sehr gut. Gebe ich weiter. Fantastisch. Danke sehr. So, das war sozusagen dieses Panel. Ein wichtiges Thema. Schön, dass Sie alle da geblieben sind. Ich weise ganz kurz auf die Veranstaltung hin, die in 15 Minuten hier stattfindet. Und dort geht es um Politik. Wie benutzen eigentlich politische Themen Facebook? Und dort gibt es wahnsinnig interessante Leute, die auf der Bühne sitzen, unter anderem Anja Zimmer, die Leiterin der MABB, Theresa Züger, die Projektleiterin des Media Policy Labs und Lynn Carolan, eine irische Dame, die zu dem 8. Referendum in Irland eine Transparenzkampagne gefahren hat. Und da ging es um das Thema Abtreibung. Und sie hat getrackt, wie gehen denn eigentlich die ganzen Parteien mit diesem Thema um. Ganz spannendes Thema, große Kampagne, ein gutes Beispiel, wie man heutzutage als Einzelperson eigentlich mit diesem ganzen Thema umgehen kann. Also bleiben Sie gerne sitzen oder kommen Sie in 15 Minuten wieder. Uns würde es freuen. Danke sehr. Oh.